Gut, die Vorstellung, die haben wir uns schon geschenkt. Storytelling ist das Thema. Storytelling ist die älteste Kommunikationsform der Menschheit. Seit Jahrtausenden wird Wissen von Generationen zu Generationen in Geschichten weitergegeben. Und lange Zeit war das überhaupt die einzige Möglichkeit für unsere Spezies, sich weiterentwickeln zu können. Und das erklärt jetzt übrigens auch, warum zum Beispiel der Peter Pan und seine Freunde im Nimmerland nie erwachsen werden konnten. Im Originaltext des Buches gibt es eine Passage zu lesen, wo die Wende den Peter fragt, why are you not growing up? Und der Peter Pan antwortet darauf, because we don't know how to tell stories. Geschichten sind also ein Mittel, an dem Kinder wachsen können. Aber warum ist Storytelling auch für Unternehmen und für die Entwicklung von Marken interessant? Ganz einfach, weil Storytelling eine gehirngerechte Form der Kommunikation ist. Unser Hirn ist evolutionär nicht dafür gemacht, um Listen und unzusammenhängende Fakten auswendig zu lernen, sondern um eingehende Informationen möglichst schnell in angemessene Reaktionen zu verwandeln. Das heißt Flucht, Angriff oder Zuwendung. Und die Flut an Informationen möglichst effizient verarbeiten zu können, sucht unser Gehirn ständig nach Mustern und Kategorien, denen die Informationen zugeordnet werden können. Geschichten helfen, unstrukturierte Einzelinformationen in Informationspakete zu verpacken. Und der Schlüssel dazu ist, sie verwandeln Informationen in Bilder und noch wichtiger, sie verleihen ihnen damit auch Bedeutung. Ein weiterer Vorteil, Geschichten wirken überwiegend unbewusst und emotional. Bei der Idee des Homo economicus geht man ja davon aus, dass wir unsere Entscheidungen auf Basis rationaler Entscheidungen machen. Tatsächlich werden 95% aller Informationen unbewusst verarbeitet. Nur der geringe Teil dringt ins Bewusstsein. Und das hat einen guten Grund. Das Bewusstsein kostet unser Gehirn nämlich sehr viel Energie. Das Gehirn nimmt nur rund 2% der Körpermasse ein. Tatsächlich verbraucht es aber, wenn es in Arbeit ist, 20% der Körperenergie. Die Konsequenz daraus hat schon der Henry Ford auf den Punkt gebracht. Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so wenig Leute damit beschäftigen. Aber das ist wiederum ein Grund mehr für die Markenentwicklung. Das war der falsche, sich damit zu beschäftigen. Warte, jetzt habe ich die 10 Leute. Oh Gott, jetzt wird's schwierig. Ja genau, also ein Grund mehr bei der Markenentwicklung auf Storytelling zu setzen. Geschichten helfen, klare, attraktive Vorstellungsbilder einer Marke zu erzeugen und die Frage zu beantworten, wofür steht denn diese Marke? Und das, was ist das Belohnungsversprechen, wenn ich mich dieser Marke zuwende? Bei Nike steckt da schon im Markennamen, ich bin die Göttin des Sieges und mache einen Gewinn aus dir. Geschichten schaffen also Bedeutung. Das heißt aber auch Unternehmen, die keine Geschichte können, sind auch für niemanden von Bedeutung. In einer Zeit, in der sich eben die Produktions- und Service-Standards zunehmend angleichen, wird es aber wichtiger, den Kunden einen Added Value zu bieten. Unternehmen, die langfristig eine Rolle spielen wollen, müssen sich die Frage stellen, welche Rolle habe ich in der Welt? Ein Beispiel. Gute und günstige Schuhe werden auf der ganzen Welt produziert. Warum soll ich aber ausgerechnet ein etwas teureres Basenwaldviertel kaufen? Weil der Heini Staudinger für eine gerechtere Welt kämpft. Und jetzt stellt er sich auch noch dem Kampf mit der Finanzmarktaufsicht. Ein Grund mehr für viele Menschen, diesen modernen Robin Hood die Treue zu halten. Greenpeace wiederum führt seit der Gründung einen Kampf David gegen Goliath. Mit Erfolg, weil als soziale Wesen sind wir immer danach bestrebt, Harmonie herzustellen. Und im Fall eines Konflikts entwickeln wir Sympathien für jene, die für die gute Sache kämpfen. Sollte also der Edward Snowden jemals daran denken, ein Datenschutzprogramm auf den Markt zu bringen, hätte er bereits eine ganz gute Gründungsgeschichte in der Tasche. Storytelling geht aber weit über das Erzählen von Gründungsgeschichten hinaus. Geschichten schaffen damit nicht nur Anknüpfungspunkte zu den Kunden, sondern auch Bindungen zwischen Unternehmen und den Mitarbeitern, wie wir schon gehört haben. Teil einer guten Geschichte zu sein, erhöht die Motivation und den Selbstwert. Lieber einen sinnstiftenden Job, als möglichst viel Geld zu verdienen, lautet die Devise. Und hier kommen wieder die Werte ins Spiel. Visionen und Werte sind wichtig, aber wir wissen ja auch, Papier ist geduldig und darum sind Leitbilder auch so lange nutzlos, solange sich die darin definierten Werte nicht in konkreten Handlungen niederschlagen. Genau diese Handlungen werden nämlich auch weiter erzählt. Und im besten Fall stimmt die Außenwahrnehmung mit dem Selbstbild überein. Wenn die beiden Bilder zu weit auseinanderklaffen, dann verkommt halt das schönste Leitbild zum Geschichtel. Und das könnte unangenehme Folgen haben, bis hin zu einem ordentlichen Shitstorm. Wobei wir wieder bei einem ganz wesentlichen Vorteil von Storytelling angekommen wären, Geschichten verbreiten sich viral, aber natürlich nur solche, die man auch gern weitererzählt. Und wenn der Plot spannend genug ist, springen manchmal auch die Medien auf. Archetypisches Marketing baut darauf, dass Marken in die Rollen klassischer Helden schlüpfen. Red Bull ist dabei das, was man eine Magiermarke nennt. Das hat weniger mit dem Zaubertrank zu tun, als vielmehr mit den Geschichten, die Red Bull seinen Fans serviert. Das Fernsehsender aus aller Welt im letzten Jahr dafür bezahlten, eine Werbegeschichte übertragen zu dürfen, beweist, dass Storytelling offensichtlich auch ziemlich lukrativ sein kann. Mercedes
Dagegen verkörpert eine echte Herrschermarke. Der Herrscher setzt die Benchmarks, er führt den Markt an und ist bestrebt, seinen Status mit ganzer Kraft zu verteidigen. Und die Botschaft des Herrschers lautet natürlich, alles ist unter Kontrolle. In den Produktstories kann diese Kontrolle dann trotzdem manchmal von einer guten Fee ausgeübt werden. Hauptsache die Botschaft kommt rüber. Alfa Romeo wäre dagegen ein klarer Fall von einem klassischen Liebhabermarke. Seine Botschaft ist auch klar. Hör auf dein Herz. Apropos Romeo. Ein guter Vorteil guter alter Geschichten ist, dass auch wenige Hinweise reichen und schon ist das ganze Drama im Kopf. Typisch Italiener, oldies offended, Kinder verliebt, trotzdem tot, Eltern heulen, aber zu spät. Die Kosmetikmarke DAF hat sich auch ganz klar der Rolle des Helfers verschrieben. Im Gegensatz zu ihren Mitbewerbern lautet die Botschaft nicht, wir machen dich schön, sondern vielmehr, du bist schöner als du denkst. Im jüngsten Werbespot wird sogar ein Phantombildzeichner vom FBI engagiert, um dieses Versprechen einzulösen. Das Ergebnis, die Phantombilder, die nach Angaben einer fremden Person entstanden, waren durchwegs attraktiver als die Bilder, die nach eigenen Angaben gezeichnet wurden. Storytelling kann aber auch eine Möglichkeit sein, längst vergangene Zeiten wieder lebendig zu machen und so zum Beispiel das Interesse für ein Museum zu wecken. Eine in Cannes ausgezeichnete Promotion erzählt die Geschichte eines Paares zu Beginn des Ersten Weltkriegs auf einer Facebook-Seite mit täglichen Postings zwischen der Front und der Heimat. So unmittelbar war der Erste Weltkrieg schon lange nicht mehr erlebbar. In manchen Branchen wird Storytelling schon seit längerem erfolgreich eingesetzt. Eins davon ist der Tourismus und das erklärt auch, warum es jetzt inmitten von Wien eine Tiroler Bergstation zu finden ist. Ein paar Höhenmeter unter dem Künstlerhaus, um genau zu sein. Zurück nach Niederösterreich, wo einer überalterten Druckerei vor fast 25 Jahren neues Leben durch die Familie Gugler eingehaucht wurde. Gegen viele Widerstände und mit viel Herz ist es gelungen, die Geschichte des Ökodruckpioniers immer wieder weiterzuschreiben. Und ich bin sicher, irgendwann wird es sich auch herumgesprochen haben, dass hier in den letzten Monaten auch die größte Markenagentur Niederösterreichs gewachsen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Danke fürs Zuhören.